Ja, ich habe es Völkermord genannt, denn es wird klarer und klarer, dass Putin einfach versucht, die Identität der Ukrainer auszulöschen. Die Beweise häufen sich. Der Kreml widerspricht diesen Aussagen. Mariupol, Satellitenaufnahmen einer US-Firma. In der Nacht soll es nach Auskunft des ukrainischen Militärs erneut russische Luftangriffe gegeben haben. Auf ein Stahlwerk und den Hafen. Heute veröffentlichte Berichte des russischen Staatsfernsehens, wonach sich mehr als 1000 Soldaten in Mariupol ergeben hätten, bestätigt die ukrainische Seite nicht. Präsident Zelensky zur aktuellen Situation: Es sind bereits Zehntausende Menschen ums Leben gekommen. Unterdessen sind Polens Präsident Duda und seine Amtskollegen der drei baltischen Staaten bei Ukraines Präsident Zelensky in Kiew angekommen. Die geplanten Gespräche sollen ein Signal der Unterstützung sein. Und wie gesagt, ukrainische Soldaten sollen sich ergeben haben. Das russische Staatsfernsehen hat da Bilder auch gezeigt. Das sind natürlich schwer überprüfbar, ob das wirklich so ist, ob man sich da wirklich ergeben hat. Aber auf jeden Fall ist es so, dass nach wie vor dort gekämpft wird. Und die Zivilisten, die dort leben, die Zivilbevölkerung, die hat natürlich große Angst und schaut nach Möglichkeiten, wie man einfach aus der Stadt rauskommt. Aber Fluchtkorridore sind im Moment nicht vorgesehen oder auch nicht zugänglich. Unterdessen wurde bekannt, dass Russland NATO-Fahrzeuge, die Waffen auf ukrainischem Territorium transportieren, als Angriffsziele ansehen werden. Was bedeutet das? Also wenn das so wäre, wenn Russland das machen würde, Bestätigung dafür habe ich keine, aber wenn es so wäre, würde es einfach bedeuten, dass man diese Fahrzeuge auch angreifen würde. Ich halte es für unwahrscheinlich, weil es ist ja so, die Russen schauen benebelt drauf, dass sie nicht in einen Kriegszustand mit der NATO geraten. Das will wohl im Moment keine Seite, aber möglich ist natürlich alles.